meine lieben Zuschauer und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist wieder ein Themenvideo an der Reihe. Das heißt, wer krassen Schnitt will, schaltet ab. Den krassen Schnitt, den gibt's hier nicht. Und wie es dann auch im Titel steht, Leute, geht's heute um den YouTube-Trend schlechthin momentan. Momo. Ihr fragt euch bestimmt, wer oder was ist Momo, wenn ihr nicht in die Trends schaut oder irrelevante YouTuber wie Rebecca Wing verfolgt. Dann werdet ihr wahrscheinlich nicht wissen, was Momo ist. Aber ich werde es euch mal erklären. Also Momo, Leute, ist eigentlich eine ziemlich creepy Statue aus Japan. Ich blende euch jetzt mal kein Bild ein, Leute, weil das ist echt schon ein bisschen, ne? Irgendwie war ich da auch nicht so scharf drauf, den Scheiß zu sehen, also will ich euch das lieber erspart lassen. Aber ihr fragt euch jetzt bestimmt, was hat eine Statue aus Japan mit dem YouTube-Trend zu tun? Ganz einfach, und zwar, denke ich mal, diese Statue steht in irgendeinem Park oder sonstigen öffentlichen Ort. Und dann dachte sich einfach irgendeine Person, mache ich ein Foto davon und stelle das als mein WhatsApp-Profilbild inklusive neuer Nummer ein. Und somit kam das dann auf. Diese Nummer wurde dann irgendwie weiter und weiter geschickt, Leute. Und die war irgendwie als creepy Nummer bekannt, die, wenn du sie anschreibst, dir Bilder von irgendwelchen toten Menschen schicken, was irgendwie extrem fragwürdig und creepy ist, muss ich ehrlich sagen. Also richtig komisch, Leute. Stellt euch einfach mal vor, ihr werdet zum Beispiel von so einer Nummer angeschrieben. Ihr seid so ganz entspannt. Auf einmal schickt euch so eine Nummer irgendwelche Bilder von einem Bild von irgendeinem Toten, der da so einfach so dran liegt. Von der Nummer mit diesem creepy Profil Bild, was ihr im Thumbnail gesehen habt. Also ich denke mal, da würde jeder von uns allen ein klein wenig Schiss bekommen. Und da gibt es natürlich auch die, die schreiben diese Nummer auch noch an. So, und das ist dann auch des Öfteren passiert, dass Leute diese Nummer so irgendwo rausgesucht haben oder bekommen haben und sie dann angeschrieben haben. Später, ich weiß nicht genau, welcher YouTuber damit angefangen hat, hat ein YouTuber damit angefangen, diese Nummer anzuschreiben und dann ist komplett YouTube exploded. Und dann sind alle möglichen Theorien von Kanälen wie Mythenakte, Creepypasta aufgetaucht, wie man den anschreibt, wie die Momo anschreibt, was die antwortet, Leute. Aber Fakt ist, der Original-Account von Momo war schon nicht mehr online seit dem 11. Juli. Juni, sorry. Aber um dann wieder vom Thema zurückzukommen, alle YouTuber haben dann irgendetwas dazu rausgehauen und das hat einen riesigen Hype jetzt aufgelöst. Das hat für kurze Zeit hat dieses Momo-Thema einfach Fortnite von den Trends abgelöst. Könnt ihr das glauben? Natürlich gab es dann wieder die Allzeit-Spezialisten auf YouTube, die sich gewendet hat. Rebecca Wing, die das auch schon mit 6 Videos ausgeschlachtet hat. Und Leute, ich kann euch nur sagen, alles, was ihr jetzt von Momo seht, ist fake. Denn die Originalnummer schreibt gar nicht mehr zurück, weil sie so viele Anrufe bekommen hat. Alles, was ihr jetzt an Momo oder sonstigen Stuff von irgendwelchen YouTuber seht, ist fake. Rebecca Wing ist der größte Fake, den ihr überhaupt finden könnt. Also glaubt der Scheiße nicht, Leute. Und glaubt auch nicht, was bei vielen der Fall war, dass sie irgendwie von Momo Morddrohungen oder sonst was bekommen haben. Dieses einfach so eine Dreckstatue, irgend so Drecksvieh, das kann euch nichts tun. Gar nichts. Also für alle Leute, die Schiss vor so einem Scheiß haben, der Kack kann euch gar nichts tun. Das ist einfach irgend so ein 31. der gemeint hat, ich erstelle mir jetzt eine Nummer mit dem Scheiß und mache die Leuten Angst, Leute. Darüber wollte ich euch nur mal informieren. Das heißt, es ist einfach kompletter Shit und Wahnsinn. Da steckt auch kein Dämon oder so dahinter, der die Leute heimsucht oder sonstiges. Es ist genauso ein Bullshit wie bei den Horrorclowns damals. Bloß, dass die halt real waren, mehr oder weniger. Die waren auch nicht wirklich gefährlich, kann man so sagen. Da wird jetzt eine Riesensache drum gemacht. Jeder YouTuber versucht, irgendwelche Klicks darum abzustauben, dass er von Momo verfolgt wird oder Momo da, Momo hier, Momo da. Es ist kompletter Schwachsinn, also glaubt den Scheiß nicht, Leute. Das ist schon jetzt mein letztes Wort. Und dann würde ich einfach mal sagen, das soll es vom Video gewesen sein. Ich hoffe, das war informativ für euch und hat euch weitergeholfen. Hier findet ihr die anderen Videos. Haut rein, mach's gut und ciao!